Hey, so, Super Smash Bros. Freunde, wir spielen ein bisschen Super Smash Bros. Mit Freunden und Hibiton, der ist auch dabei. Ja. Und ich habe auch ganz gerne. Ignoriert einfach, was ich gesagt habe. Hallo, ich bin auch dabei. Ich bin neu hier. Ja, wir haben uns gesagt, hey, Gengo hat echt keinen Bock, Geld für online auszugeben. Und Gengo kannst du nicht mit einer Person ersetzen, da brauchst du schon zwei für, deswegen sind Johnny und Hibiton hier. Weil wir haben zufälligerweise Switch online. Ja, ich kann mir sowas sagen. Wir sind noch dumm genug. Wir sind dumm genug dafür. Ich wollte gerade sagen, wir waren behämmert genug. Oh Gott. Oh, ich weiß doch nicht, wie man Bayonetta spielt. Ah. Hast du auch Zufall genommen. Ich meine, ich bin Pete, die relativ solide. Und Buja. Buja. Da hat jemand seine Kim Possible-Folgen geguckt. Hey, ich schau gerade der Owl House an. Danke, dass ihr das schon bei dem Possible und Owl House ist, ja. Aber wenn man Schrake mit mir genommen. Oh, seid ihr alle schlecht. Moment, Mod. No. Oh, ich hasse den Angriff. Wow. Wow, seid ihr alle schlecht. Oh, ist da eine Wand, Decke. Boden. Ja, Owl House ist eine gute Serie, die solltet ihr euch alle ansehen. Hört mal auf Johnny. Hä? Wow. Aber spielt nicht wie Johnny. Kirby wins by doing absolutely nothing. Ich hab den irgendwie rangesungen. Das war so ein richtiger Moment einfach. Ja. Boah. Wollte er mit dem Arsch zuschlagen und dann ist er in den Abgrund gesegelt. Ja, der schön. Das sollte seine Lehre sein. Pass auf den Wind auf. Wenn der Ostwind bläst. Mhm. Er ist sehr stark. Du so spielst aus. Nur noch Kirby. Irgendwie sind die Arenen. Night, Kirby. Kampfarenen sind auch irgendwie zufällig. Ich weiß nicht warum. Ich habe seit langem wieder eine Arena aufgemacht. Ich weiß nicht mehr, wie man die Main einstellt. Wer ist mein Main? Du hast jetzt Inkling. Das ist mein Main. Echt? Das ist aber ein langweiliger Main. Kannst du nicht einen coolen Main haben? Daniel, was ist dein Main? Mein Main ist Ness, weil er ziemlich einfach ist. Oh Gott. Oh, ich bin wieder da. Hey, das ist ja, wir sind ja auf Metroid. Ist das nicht nett hier? Nö. Nett hier. Ja. Scheiße. Alter, der alte Metroid-Hater wieder am Start. Hibiton, der Metroid-Hasser. Dunkel und kalt. Oh. Und die Getränke sind auch kacke. Erinnert dich an deine Kindheit. Ist dunkel und kalt. Ja. Metroid ja. Mit so einem riesigen Viechen-Wählensglas. Ohne nervige Ämter. Genau. Ohne was? Ne? Gute Kindheit ohne Ämter. So deine Kinder nicht auch mal damals war. Deutsche bevor Ämter erfunden wurden. Warte ich, wie da dich? Okay, da du meine Tinte gar nicht. Bin ich ich bin nicht gestorben. Nee, ich bin gestorben. Ich versuche hier gerade rauszufinden, wie ich Tinte nachlade. Braucht ihr ein bisschen Storytime? Ja. Was ist passiert? Ich war auf der Animebook in München, da gab es sehr viele coole Cosplays. Ich auch nicht. Gab es auch wieder so viel, in Leipzig auf der Buchmesse gab es auch wieder so viel Hespenhotel. Das ja auf jeden Fall Hespenhotel, war es auf jeden Fall ordentlich vertreten. Also mein Highlight war auf jeden Fall, Jon hat sich als die erste Nummer 1 verkleidet. Also wirklich das Skelett. Jaggerman Jensen. Ja, genau. Genau der. Rook aus One Piece. Oh Gott. Einer hat sich als King Julian verkleidet. Und das geilste Cosplay war wirklich der Anzeigenhauptmeister. Cosplay, als ob man das Cosplay nennen kann. Doch wirklich, der hat sich als das ist ein nicht typ alle Warnmänner sind gleichzeitig Hautanzeigenhauptmeister. So wenn du das Cosplay nennen kannst. Oh, ich setz mir ein Fahrradhelm auf und eine Warnweste. Super, ich bin ein Cosplay. Das ist halt schon ein geiles Kostüm gesehen. Man hat es direkt erkannt. Man hat es halt direkt erkannt, wie er es Du musst halt kleinen Anfang als Cosplayer. Du kannst nicht direkt irgendein Hespenhotel-Charakter sein. Manchmal musst du einfach, keine Ahnung, Vector aus den Minions sein oder so. Ich weiß nicht, ob du anspielst. Ich auch nicht. Keine Ahnung, Johnny. Ich kann mir doch auch nicht eine grüne Mütze aufsetzen und sagen, oh, guck mal, mein Dreamers-Kostüm. Alter, das ist ein Cosplay. Das gefällt mir, das solltest du mal machen. Nein. Heißt, wie ich hier hinten steht auf dem Kopf. Ich habe keine grüne Mütze. Ah. Oh. Könntest du auch sagen, ich habe eine grüne Mütze auf, das ist mein Link-Cosplay. Gameboy-Verkleid. Ich würde von hier alles beobachten. Wen würdest du gern cosplayen, Daniel? Seine Zwiebel. Nee. Weiß ich nicht, gute Frage. Majora's Mask. Das ist keine Person. Majora's Mask ist keine Person.
Ja, das ist, was ich, Skull, oh. Mask Kid? Skull Kid? Ja, aber, oh, aber Majora, weißt du, was ich gebe? Skull Kid, ja. Aber Skull Kid ist ja nicht gleich Majora. Nee, ist ja Horror Kid, glaube ich. Nee, ist es nicht, aber. Das Horror Kid ist besessen von der Maske. Aber Majora hat, ja, Majora hat ja auch noch so eine ganz eigene Form irgendwie, wo es dann, wo ihm so Arme oder so wachsen. Sehr seltsam. Hat es die Version, gab es die Form auch auf dem N64 oder was so ein 3DS-Ding, Daniel? Was? Ja, ja doch, die gab es auf dem N64. Die sah sehr verstörend aus. Ich bin Olividon. Nein. Endlich bin ich die Idioten los. Du hast noch 10 Sekunden. Nee, ich nein, erst warte, ich sollte vielleicht. Okay, warte. Okay. Ja. Nee, das wäre, glaube ich, sonst losgegangen. So. Nee, ich hatte auch noch nicht bestätigt. Ich habe auch noch abgewartet. Nee, aber bei mir war trotzdem so eine Zeit, weißt du. Ja, aber wenn die Zeit abgelaufen ist, fliegst du dann aus der Arena raus und dann können die Leute wieder reingehen. So. Aber dein Plan ist ja quasi so, sowas wie der Host. Oh, ich bin der schlechteste Charakter am Spiel und wir sind alle Furries. Kazooie ist krank. Oh nein, ich bin Sora. Alle Furries, außer Banjo. Ja. Ich habe nie Sora gespielt, ich habe keine Ahnung. Aber DLC wird sich erstmal gegönnt. Dieser Pöbel. Ja, wir werden jetzt schon alle. Ich habe ja schon überlegt, ob ich mir bei anderen Spielen alle Charakter hole. Bei Pirate Warriors 4 oder so? Ja, genau, tatsächlich, da habe ich es überlegt. Ich hab gehört, das ist, hab irgendwas über das Spiel gehört. Ich hab gehört, es soll nicht so gut sein. Ich hab gehört, es ist nicht so gut wie Teil 3. Johnny schwört ja auf Teil 3, müsst ihr wissen. Ja, Teil 2 war auch stark. Teil 2 war auch stark, muss man sagen. Das sind beide geile Games. Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert. Das ist auch immer so eine große Lava-Band. Ich habe gefühlt dezent. Oh. Toll, wenn ich nach unten drücken will für einen Konter und der denkt sich einfach so, yo. Ich glaub dir das. Ich stimme oft nicht mit dir überein, Johnny, was deine Lizenzspielmeinung betrifft, aber ich habe Pirate Warriors 3 gespielt für eine Stunde oder so. Ich fand's nett. Mhm. Hatte meinen Spaß. Stimmt. Ich konnte Captain Morgan verprügeln und mir dachte mir, hey, Captain Morgan existiert. Stimmt, die gab's ja auch mal. Oh, ich geh da rein. Lass uns in Frieden hier drin bleiben, Johnny, nicht angreifen. Ja, komm. der muss sterben. Habe ich mich gerade selbst weggesprengt? Nee, du musst in diese Fluchtkapsel rein, sonst bringt dich die Lavawand um. Oh. Ja. Deswegen waren die auch alle außer dir in der Fluchtkapsel. Ich habe nämlich in dem Moment eine Granate wie soll ich sagen? Kazooie hat eine Granate erscheinen lassen. Oh. Ich hasse Wolf. Aber ich bin irgendwie Zweiter geworden. Wenn mal das passiert sein kann. Ui. Was ist euer liebstes Warriors-Spiel? Ich sag ja, Zelda Warriors. Hab ich auch. Ich würde hier Gewalt angewendet. Und nicht nur ein Smash. Ich wünschte, Hyrule Warriors 2 wäre cool. Ja, das wäre toll. Ich glaube, 2 ist halt der kontroverse Teil, weil Pai hatte ja neulich diesen Chart gepostet, diesen Twitter-Trend, wo man so Spiele reinpostet, die man mag, aber kontrovers sind. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob irgendjemand mit Hyrule Warriors 1 hat er halt drin gehabt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand mit dem ersten Hyrule Warriors irgendein Problem hat. Ja, das habe ich auch nicht gesehen. Der zweite schon eher, weil, keine Ahnung, der war, was ich zum Beispiel nicht mochte, war, dass die Geschichte dann Clickbait. Doch anders verlief als, Clickbait. Es war Clickbait. Sie haben gesagt, oh, hier ist die Origin und dann haben sie den Spider-Verse abgezogen. Vor 100 Jahren war und dann, oh, doch nicht. Heult doch rum. Ja, normalerweise macht sowas nur Fire Emblem. Ja, bei Fire Emblem Warriors, das hat auch einen Story-Modus. Stimmt, und es gibt Fire Emblem Warriors. Ja. Ich habe mir 3 Sekunden überlegt, ob Bibiton uns verarscht. Es gibt auch Fire Emblem Warriors für den 3DS. Ja. Oh Gott. Also, Fire Emblem Warriors ist eines dieser Spiele, wo du denkst, warum wollen die das für so wenig Geld loswerden? Das stimmt ja doch nicht. Und dann so, ja, die Story ist komplett Arsch im ersten Teil. Warum? Ich hab dieses Spiel halt auch immer vollkommen vergessen. Warum? Also der restliche Content ist gut. Warum gibt es. Ich bin gerade verwirrt. Warum dachte man sich, man bringt nicht nur ein Warrior-Spiel auf den 3DS, sondern 2?
Also eigentlich spielt das wirklich abhängig davon, ist, dass du gute Hardware hast und so. Ja, vor allem Fire Emblem Warriors, das kam ja auch nur für New 3DS dann noch und irgendwie 2019 oder so. Oder 18. Ah, das war eins von diesen drei New 3DS-Spielen, die es gab. Mhm. Zusammen mit Xenoblade Chronicles. Ja, es gab Chronicles. Ja auch Xenoblades, ja. Ja, das sind die einzigen Spiele. Wow, eine Plattform, auf der ich nie Xenoblade Chronicles spielen will, super. Ich dachte, du hast, hast du denn auf der Switch gespielt, oder? Das ist doch der Xenoblade, ja. Mann. Dann hatte ich das auf dem 3DS gesehen und dachte mir so, okay, die Version will ich nicht. Ich will diese Version nicht. Ich mag dich nicht, Version. Warum ist Daniel so gut mit der Wii Vertreterin? Was soll denn das? Ich kann nicht Atemübungen machen. Und Pfeil. Hier kommt der Sonnengruß. Achten kommt Sie auf Pfeil ihre Gelenke. Gruß. Nehmt eure Pillen. Feuergruß. Pillen. Ah. Nehmt eure Drogen. Die berühmten Zitate der Wii Fit Trainerin. Nehmt eure Drogen. Ey, wir leben in der Brokkoli-legalen Zeit, Leute. Hauen Sie diesen Doktor auf die Fresse. Wenn Daniel Drogen nehmen will, darf er das. Muss nur erst volljährig werden. Oh, verdammt. Oh, Johnny, aus welchem Pokémon spiel ich die Stage? Nachdem ich fertig bin. Du meinst Kardos? Ja. Freust du dich auf das neue Pokémon spielen, Carlos? Hm. Dann kriegst du wirst ja schon gespoilert, Johnny. Ich hab schon gesehen, dass ein Carlos spielen wird. Ich wusste schon. Die geile Pokémon Direct, die wir bekommen haben. Hm. Ich glaube, die habe ich auf der Arbeit einfach mal angeschaut. Ich hab mir eine Reaction drauf angesehen und dachte mir, Mensch, Pokémon Directs sind immer noch so langweilig wie immer. Oh nein! Oh, nein, war das nicht so langweilig wie die Direct davor. Wie immer hat Daniel uns auf sportliche Weise besiegt. Mhm. Wahrer Sportsmann. Muss ausgerechnet mit dem Charakter. Ist halt ein Spirit Animal. Oh, das war stark. War es nicht so schlimm, die Presence, wie die davor, weil die war einfach nur. Ich fand die Werbung super inhaltslos. Also so schlechte Mobile-Werbung. Ja, die war aber, da war aber auch sehr viel unnötiger Kram drin. Du kannst, so eine Pokémon Direct kannst du dir in den Fingern ab 10 Uhr, guck mal, hier ist irgendein Update für Pokémon Smile und hier ist irgendein Update für Pokémon Beil und hier ist irgendein Update für Pokémon Café Mix. Wolltet ihr auch schon immer ein Update haben für Pokémon? Ach Gott, Johnny, wie ist dieses Pokémon MOBA, was du mal eine Weile gespielt hast? Unite. Oh, wollt ihr noch mehr Pokémon für Pokémon Unite? Es ist immer dasselbe. Am Ende haben sie so einen CGI-Trailer ohne richtiges Gameplay, wo sie sagen, oh, wir arbeiten auch an einem anderen Spiel. Wir arbeiten auch an anderen Spielen. Und dann rasten die Leute aus, weil, oh mein Gott, sie lassen sich ein Jahr mehr Zeit als normalerweise. Ich frage mich halt wirklich, ob das wirklich ein Jahr mehr ist oder ob das einfach nur, keine Ahnung. Ich befürchte immer noch so, das ist das Einzige, was sie bis jetzt haben. Der Trailer. Ja. Ja, deswegen... Also ich würde es mir auf jeden Fall anschauen, aber ich weiß nicht, ob ich sie kaufen würde. Weil wann soll es denn rauskommen eigentlich? Ach so, kaum. 2025. Ja, für die Switch 2. Mhm. Für die Switch-Familie. Für die Nintendo Switch-Familie. Oh. Grad leckt wieder ein bisschen. Oh nein. Keine Angst, ich hab Bibiton. Super. Sing an den Wii U-Servern, die Spieler kommen jetzt hier. Oh nein, rüber. Jetzt wird alles auf die Switch-Server ausgelagert. Naja, wir spielen heute so lange, bis die Server down genommen werden. Oh nein, was ist von der Switch. Oh nein. Das ist eine lange Folge, Jungs. Ja. Man kann irgendwann auch... wird dieser Tag kommen, ich sag's euch. Ich glaube, das musst du aufsplitten. YouTube unterstützt, glaube ich, nicht Videos, die länger als 24 Stunden sind, oder? Alter, ein 24-Stunden-Video. Was würdet ihr in einem 24-Stunden-Video machen? Ich würde so essen. Was ist eigentlich das längste Video auf YouTube? Kannst du wirklich nur 24 Stunden hochladen oder jeder mehr? Ich glaube, 10 ist das Maximum. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall... Ich glaube, das längste Video ist auf jeden Fall irgendwie einfach nur eine Kamera, die fest auf einem... auf so einem... wie heißen die Teile? Auf so, nicht Kreuzfahrtschiff, die anderen. Fest auf so einem Containerschiff installiert ist und dann siehst du halt, wie das Containerschiff durch... Keine Ahnung, durchs Wasser fährt für 20 Stunden oder so. Oh, schön. Ich kann 100 Stunden hochladen, war das nicht sogar was? Ich glaube, wenn du eine Firma bist, die YouTube viel Geld gibt, darfst du so lange hochladen, wie du möchtest. Okay. Also 100 Stunden Sponsor-Video machen. Ja.
Also ich glaube, das Video stellst du dann als nicht skippbare Werbung rein. Ja. Oh mein Gott. Ja, nur noch Werbung, ich mache Umsatz ohne Ende. Die YouTube-Werbung wird immer schlimmer. Hö, was haben denn alle? An sich freue ich mich für die YouTube-Werbung. Mir gefällt es. Ich habe Premium, ich mag es gar nicht. Ich habe Plugins. Ich wünsch Premium PC. wäre also echt. Da, wo man keine Werbung bekommt, ich wünsche, das würde ich ab 10 Euro anfangen. Ja, kann das nicht irgendwie 15 Euro so? Das andere deswegen, Premium, es gibt ja zwei Premium-Stufen. Und deswegen, ja, es gibt eins für 5 Euro und eins für 10 Euro oder so. Das für 10 Euro ist das, wo du keine Werbung kriegst. Und ich denke mir so, was? Warum? Keine Werbung? Wo sind wir denn hier im Kommunismus? Warum ist es nicht in jedem Tier dabei? Ich finde, das ist das größte Argument, sich überhaupt das Ding zu holen. Ja. Halt. Ah, das gibt Versionen davon, wo du Werbung schauen musst. Oh Gott. Walfischstreck. Ja. So schön in die Hände geklatscht. Ich glaube, das ist das kleinste Tier halt, aber trotzdem so. Warum? Das kleinste Tier ist der Affe. Genau. Der natürliche Feind des Schnabeltiers ist der Mensch. Oh nein. Affe, komm her. Hier sind's. Was machst du da? Ich benutze meine Kugeln, die nichts bringen. Piu, piu. Piu, piu. Wow. Komm schon, lass dich doch mal treffen. Yes. Ah, komm hoch. Also, wenn du hochkommst, hast du ein Problem. Au. Wenn du da unten bleibst auch. Ha. Oh, das hat weh. Au, das ist auch. So intensiv. Achtung, Auto. Das leckt so hart. Oh Gott. Nein! Hui! Voll in die Fresse. Bam, voll in die Fresse. Ein schickes Kreuzfahrtschiff haben sie da, aber was ist das eigentlich da vorne? Das ist die Kamera. Die streamt live, 48 Stunden am Tag. Wir wollen ein sehr langes Video machen, Liz. Das wird ein sehr langes Video werden. Wie lange habt ihr heute geschlafen? Sehr wenig, weil mein Körper sich dachte, jo. Hey, ich würde gern bis 5 Uhr morgens irgendwie wach bleiben, grundlos, einfach nur so im Bett rumliegen. Ja, Raki! Dasselbe! Mir ist genau dasselbe passiert. Darauf wollte ich nämlich hinaus. Es ist so schrecklich gewesen. Und dann hatte ich um 10 auch schon wieder einen Termin gehabt und ich war sehr unausgeschlafen dann. Ja, ich war auch nicht gerade. Ich gebe mir gerade, während wir aufnehmen, parallel noch einen Gönnergy mit Juneberry-Geschmack rein. Boah, um wach zu bleiben, sonst würde ich einschlafen, sobald Johnny den Mund aufmacht. Sorry. Oh, scheiße. Ja, oh, scheiße. Ich muss immer auch ziemlich müde, weil ich irgendwie von Samstag auf Sonntag einen sehr speziellen Schlafplatz hatte. Fußboden. Nein, lecker. Autorücken. Banküberfall, was? Ich habe einen Seien Sie still, Johnny möchte schlafen. Es fällt Ihnen ein, diese Bank zu überfallen. Er versucht es zumindest. Autorückbank hat gepennt. Ah, ja, weil du auf der Messe warst, oder? Ja, ich hatte keinen Bock, 100 Euro für ein Hotel auszugeben. Wozu Geld für Häuser ausgeben, wenn du auch im Auto wohnen kannst? Ich meine, hey, es ist sowieso... Ich meine, ich habe gecampt, aber... Und ich habe gesehen, wie irgendein Pfandflaschensammler meine Pfandflaschen klaut. Um 3 Uhr morgens. Pfandflaschensammler haben es schwer genug, Johnny. Das ist ein umkämpftes Feld. Gönn ihm das. Und er hat das andere Zeug, was drin war, auch geklaut. Und ich habe zugeschaut. Von Sonntag auf Dings Sonntag. Montag war auch schlimm bei mir, weil ich hatte ja vorhin die letzte und vorletzte Woche Urlaub. Ja. Und da den Schlafrhythmus dann wieder brutal auf Arbeitsleben umzustellen. Das ist nicht einfach. Kurz gesagt, ich war bis 3 Uhr wach und musste um 6 aufstehen. Das habe ich auch. Ich hatte zum Glück noch so viel Energie von den letzten Tagen dann übrig, weil ich da ja auch so viel lang geschlafen habe. Dass das kein Problem war. Aber von gestern auf heute war schon wieder schlimm. Schlimmer. Ja, versuch mich doch zu hauen. Ja, nee, war keine gute Erfahrung. Das ist nervig.
Was ist eine Bank zu überfallen, ja, das ist Achso, ich dachte, wir reden noch über das Schlaf, über unsere Schlafprobleme. Aber jemand kann nicht sagen, ich habe gegrillt um 1 Uhr morgens an dem Krankenwagen. Weißt du, du hast an den Krankenwagen gepinkelt? Nein, ich habe an dem Krankenwagen gegrillt. Hat den Krankenwagen gekackt. Gegrillt. Gegrillt. Oh nein, nicht der Abgrund. Oh, da. Oh, du Wichser. Arroganter Wichser. Ich hätte uns gewartet darauf, das zu machen. Hier ist so abgehoben, der Ibiton, habt ihr das gerade gesehen? Wie ein Hubschrauber. Er mit seinem Low Poly Donkey Kong. Der mit seinem Gaming Clocks Kritik Video. Ich bin Fame. Ja. Und, ja. Ein Bruchteil der Kraft von der Salo. Ich verzeih ihm das nie. Komm schon, Ibiton. Scheide dich. Heißt du, da gibst du ihm Bedenkzeit und dann mit der Luigi. Ich war unter Druck, okay? Ihr habt mich belästigt. Level winning by absolutely doing nothing. Was hat er mit Kirby vorhin in der Probeaufnahme geschafft? Oh nein, ich bin dieser japanische Junge. Ich bin dieser Typ mit der Brille. Er sieht sogar aus wie Daniel. Oh Gott. Au. Da müssen die Leute mal abends Smash Bros. Spielen. Das ist immer so für die. Die leiden die Server immer so drunter. Mhm. Können die Leute nicht. Die Server. Abendessen oder so. Ja. Ja, echt so. Die müssen groß und stark werden. Die Server? Ich will keine großen, starken Japaner. Die Server müssen erstmal gezüchtet werden. Die ist Kartoffeln. Ja, Daniel ist gerade in seinen Tod gestürzt. Oder irgendjemand ist gerade runtergefallen. Au. Ja. Ich hasse, dass ich ein Schwertkämpfer bin. Ja, das war ich. Mach dir keine Sorgen. Alter, die Pokémon-Arena. Pokémon. Oh, habt ihr mal Pokémon Mystery Dungeon gespielt? Ja. Und, wie war's? Ich wollte es mal. Gut. Würdest du es Daniel empfehlen? Wenn ich dazu gezwungen werde, ja. Würdest du dieses Switch Remake empfehlen? Keine Ahnung. Hast du das gespielt? Ich würde dir empfehlen, da die 100% drin zu machen. Das sah sehr spaßig aus. Es gibt vom ersten Pokémon Mystery Dungeon gibt es auf der Switch ein Remake, aber ich bin davon nicht ganz überzeugt, ehrlich gesagt. Ah ja, das ist mein. Kennt ihr wahrscheinlich, sowas hat jeder. Dieses eine Switch-Spiel, das man irgendwie immer vergisst, dass es überhaupt existiert. Das ist bei mir das Remake von Mystery Dungeon. Mhm. Ich vergesse immer wieder aktiv. Das ist auch sowas wie Fire Emblem Warriors. Ja. Ja, das zum Beispiel auch. Oder Mirage. Nicht ganz so günstig. Tokyo Mirage Session. Ja, stimmt. Ja, das ist super. Wie hieß das? Tokyo Mirage Session X Fire Emblem oder? Ja, es war mit Fire Emblem Charakteren und ich glaube Shinigami Tensei oder so. Ja, der Wii U-Port, genau. Passt, weil Persona gerade hier ist. Und Persona und Shinigami Tensei sind ein und dieselbe Brüder Person. Oder sowas? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Kontinuitäten laufen. Oh Gott. Hey. Okay. Persona oder so, keine Ahnung, ich gehe nicht. Nein! Jetzt bedient er uns mit Luigi. Reicht es ihm nicht, hier Großgrundbesitzer zu sein? Ist hier alles verbrannt. Und das nachts. Wir sind in der Pokémon-Welt. Hast du mal einen Glurak aus der Nähe gesehen? Brennt immer alles, wenn dir das zu nahe kommt. Ja, stimmt. Ganze Waldbrände auslösen. Gyarados, wenn es einmal wütend ist, zerstört es alles. Ja. Es ist ständig wütend. Ich wäre auch ständig wütend, wenn ich so eine Monobraue hätte. Oh shit. Ich bin sauer. Nein. Ich kann meine Stirn nicht sehen. Peng, peng. Auf King Luigi. Hosen. Hör auf, sexy zu sein, Mann. Ja, danke, ich weiß. Ne, ich meinte Luigi, nicht dich, aber okay. Also seine Fingerpistolen gerade gesehen. Was, bei mir hat er diesen komischen Wippen-Move gemacht. Ja, bei mir hat er so Peng Peng gesagt. Mir hat er Mario Epic gefesselt und in den See geworfen. Ja. Oh, Epic Prank. Mario fesseln und in den See werfen. Ich wünschte, würde mich Epic Prank, Mario. Ich wünschte, Mario würde mich fesseln und in den See werfen, was? Mario. 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 You can now only play as Luigi. Oh Gott, nicht die Map. Wow. Ich habe Angst. Ich tue einfach so, als wäre ich gar nicht hier. Meine Enttäuschung ist unermesslich.
Hey, ich hab gesagt, ich tue so, als wäre ich gar nicht hier. Hör auf damit. Oh, ich schlag die Luft gerne. Ich werde ein paar Erdnüsse verschießen. Hat einer von euch eine Erdnussallergie? Nein. Nee. Wollt ihr eine? Willst du eine? Willst du eine? Was, man kann die Erdnüsse fangen? Seit wann das? Dann haben die das reingepatcht. Physik? Das ist eigentlich Gravitation. Okay, wenn wir uns das nächste Mal sehen, Ibiton, werde ich dich auch mit Erdnüssen bewerfen und schauen, ob du die fangen kannst. Wir wissen ja, dass es funktioniert, die zu fangen. Na ja, fangen sie. Los, fangen sie. Oh, ist sie wieder gegen deine Stirn geflogen. Gehen sie runter von meinem Rasen. Ne, Erdnuss. Ich hab mich selbst gesprengt. Jetzt zum Teufel, du Lümmel. Jetzt mach ich dir Beine. Oh Gott, ich hasse diese Map. Das war Johnny, ich hab die ganze Zeit Johnny. Warum existiert diese Map, Ibiton? Hast du mal mit Zangoweiler darüber gesprochen? Sio darf nicht vergessen werden, deswegen. Wow. Das sagen nur alte Leute, Johnny. Boah, dafür haben die doch Mario Kart 8. Die haben doch Fire Emblem, ja genau. Die haben doch ihr F-Zero Spiel auf der Switch vor kurzem bekommen, die können sich gar nicht mehr beschweren. Das stimmt. Sind sie alle glücklich? Wer ist das nochmal, F-Zero 99? Ja, existiert. Ja, das ist das beste F-Zero-Spiel der letzten 40 Jahre. Hör auf damit. Ich weiß nicht mal, wie er das hinbekommt. Ich krieg da nie das Timing hin. Für was? Ja, du musst, glaube ich, einfach nur ganz nah dran stehen. Ja, du musst sehr nah dran stehen. Sonst macht's nicht viel. Das ist ein Klempner, die machen nicht viel. Die machen nicht viel. Manchmal kriechen sie in den Abfluss. Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, ob Mario und Luigi gegen Sephiroth gewinnen würden? Nein, das ist eine sehr seltsame Frage. Bitte verlassen Sie mein Grundstück. Sephiroth! Oh, auf nee, ich schon verlieren. Kommst du denn darauf? Oh nein, er hat die Kugel. Die Kugel der Verwirrung. Kein Michael Jackson. Ich habe irgendeinen Michael Jackson AI-Cover von Peaches, wurde mir vor ein paar Tagen vorgeschlagen. Wow. Du dachtest dir so, wow. Hey, ich dachte mir, AI übernimmt langsam die Oberhand, Leute. Daumen hoch, Leute. Ja, wisst ihr, wir könnten mit dem echten Johnny aufnehmen, oder? Wir benutzen einfach jetzt die KI, die wir von ihm gemacht haben. Das ist gar nicht der echte Johnny, soll ich gar nicht aufgefallen. Oh, shit. Ich bin auch noch verheizsam. Ich habe eine Stufe erreicht, von der nicht mal Johnny aufgefallen, dass er eine KI ist. Aua. Also, wir können festhalten, dass Luigi gegen Sephiroth gewinnen könnte. Ja, sowas. Dann hast du schon mit Mario und Luigi gespielt. Ein paar Teile. Los, Johnny KI, mach ein Video. Oh no, Luigi, what should we do about Sephiroth? I got this. Video. This is a hammer. Ja, nee, das, aber Johnny sippt ja inzwischen wirklich, es gibt ja inzwischen wirklich, es ist traurig, dass wir in diesen Zeiten leben, als wir alle als Content-Kreatoren. Kreaturen. Letzte Runde, by the way. Ist dieses, du kannst ja inzwischen so komplette, ganze YouTube-Videos irgendwie mit KI komplett machen. Also von, angefallen, das Skript wird automatisch geschrieben, das wird dann automatisch von der KI aufgenommen, dann wird das Video automatisch geschnitten. Ja. Es gibt inzwischen wirklich weißt du noch, damals waren die Leute so diesen, oh, wir sind lustig, wir sind YouTuber, wie macht man YouTube-Videos? Ihr drückt den, macht einen YouTube-Video-Knopf und inzwischen existiert er. Ist der echt? Ja, nee, hatte ich auf Twitter vor kurzem repostet. Gab es ja von Linz, dieser einen Simpsons-Kreatorin da aus dem englischsprachigen Raum. Deren Avatar ist ja super random einfach in irgendeinem Video von Game Explain oder so aufgetaucht. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, und es war einfach, weil das Video mit KI irgendwie erstellt wurde. Und deswegen hat die KI einfach aus ihrem Video dann halt Ausschnitte geklaut, aber teilweise halt auch welche, wo sie einfach ihren Avatar nur eingeblendet hat und keine Szenen aus den Simpsons oder so. Was für eine Scheiße. Ey. Ich hasse Leute, die sagen, KI ist die Zukunft, weil keiner, und dann denke ich mir halt, ich bin nicht lieber in der Vergangenheit und schaue Leute, die das leidenschaftlich machen, weil, keine Ahnung, Alter, was bringt das dann? Nicht so eine KI, die kann gar nicht fühlen. Ja, die hat gar keine Gefühle. Wo ist die Liebe? Ja, wo ist die Liebe? Ich kann nicht, wahr? Langweilig, die Nacht, ich will zu dir. Die Zukunft hat nämlich Schattenseiten. Die Zukunft hat große Schattenseiten. Ja, Neversplay,
Ich habe auch noch. Schade ist teilweise, wenn du irgendwie ein Video, das interessant klingt, irgendwie vom Titel her, du machst es an und dann stellst du fest, okay, ist irgend so ein KI-Ding, weil der Text ergibt halt überhaupt keinen Sinn, der da gesprochen wird. Also ich hatte ein Video gehabt, das interessant klang, da ging es irgendwie um die Kinder aus Bob's Burgers und was die Beziehung der Geschwister irgendwie besonders macht, klang nach einem interessanten Video-Essay. Ich guck's mir an. Es ist einfach nur irgendein Gestammel ohne irgendwie Kontext, irgendwelche random. Ein Standbild für das ganze Video. Nee, Gestammel, nicht Standbild. Es ist einfach nur. Ja, keine Ahnung, es ergibt halt überhaupt keinen Sinn, was der Typ da erzählt. Seltsam zusammengesetzt, es war 100% mit KI erstellt und ich dachte mir, schade, ich hatte mich auf ein gutes Video gefreut, aber dann ist die KI mal wieder angekommen. Es gibt ja auch Leute, die machen jetzt so TikToks, wo sie dir zeigen, wie man professionelle Content klaut. Noch nie war Diebstahl so einfach. Oh, jetzt muss irgendjemand einen Spruch über Reactions machen. Oh. Ich will mich nicht beschweren, ich warte immer noch auf meinen Moment. Ja, dein Moment bei ihm. Bei ihm. Und dann wird er sagen, aha, das ist sehr interessant. Ist bestimmt mit KI erstellt. Genau, dann reagiert jemand auf ein Video und sagt, das ist bestimmt mit KI erstellt. Ich warte auf den Tag, wo Hibiton vorgeworfen wird, dass er seine Videos mit KI erstellt, weil er so monoton klingt. Das ist doch eine KI, so kann doch kein Mensch klingen. Ich hatte wirklich so eine Creatorin gesehen, die vor kurzem, so traurig sein. Die musste wirklich so ein Video machen, wo sie beweist, dass sie keine KI-generierte Stimme ist, einfach weil alle ihr vorgeworfen haben, sie sei eine KI, weil sie halt so ähnlich halt ein bisschen geredet hat. Aber es war schon ein bisschen in die Richtung. Ich hab's mir auch angehört, man weiß ja heute nie, und ich habe eins ihrer Videos gesehen und dachte mir so, es könnte schon KI sein, sie klingt, ist das eine KI? Aber scheinbar ist sie es nicht. Oder die KI wäre einfach nur, dass du denkst, dass sie echt ist. Shit. Ja. Krokodil schlägt Pfirsich. Ne, warte, Blume. Das war doch ein paar spaßige Runden. Super Smash Bros. Mir ist nicht mehr aufgefallen, dass Johnny seinen nie benutzt hat. Das hat Spaß gemacht. Man sieht sich. Ciao, bye, bye. Ciao, bye. Bye. Bye.